Und damit sind wir auch schon in der zweiten Vorlesung. Herzlich willkommen hierzu. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Naja, hier kommen wir aus der sehr ausführlichen Einleitung ins Immaterialgüterrecht insgesamt, die ich letzte Woche gegeben habe. Hier kommen wir aus der Matrix mit den vier Denkschritten. Hier kommen wir aus der, jetzt sage ich mal, noch groben Identifizierung der verschiedenen Immaterialgüterrechte. Also an manchen Stellen nehmen wir das Kennzeichenrecht heraus, an einer Stelle haben wir das Urheberrecht herausgenommen. Das ist also alles der Schnee von gestern. Und jetzt wollen wir ins Urheberrecht hinein. Gegenstand dieser Vorlesung wird vor allem sein, was das Urheberrecht eigentlich ist und was es will. Vor allem Recht möchte ja auch meistens etwas. Nebenbei versuche ich natürlich mit bestimmten verbreiteten Irrtümern, die über das Urheberrecht so kursieren, von dem Sie einen hier vor sich sehen, aufzuräumen. Und ich werde gleichzeitig versuchen, Sie in eine Position zu versetzen, wo Sie bestimmte Signale, die so aussehen, als seien sie urheberrechtlicher Natur, aber in Wirklichkeit nur der reine Blödsinn sind, richtig deuten können. Sie haben ja inzwischen alle ein Gesetz und das liegt inzwischen auch aufgeschlagen vor Ihnen. Wäre das jetzt eine reale Vorlesung, würde ich alle des Hörsaals verweisen, die ein solches Gesetz nicht aufgeschlagen vor sich liegen haben. Und wir würden miteinander zum Einstieg in das Urheberrecht in den Paragraphen 11 schauen. Der Paragraph 11 Urhebergesetz ist klarerweise eine Art Programmsatz und hat die eigentliche Botschaft des Urheberrechts in, wie ich finde, ziemlich hübscher Weise bereits in sich enthalten. Ich ändere mal die Satzzeichen. Paragraph 11 Urhebergesetz. Das Urheberrecht schützt den Urheber. Punkt. So lese ich diese Vorschrift und so ist sie auch gemeint. Und darin steckt ja bereits eine Botschaft, die in der letzten Vorlesung auch bereits angeklungen ist, nämlich der persönliche, sogar menschenrechtliche Bezug. Wenn Sie jemanden auf der Straße fragen würden und der wäre so halbgebildet, dann würde der oder die Person Ihnen sagen, was schützt das Urheberrecht? Ach, das Urheberrecht schützt irgendwelche, und wenn dann die Antwort einigermaßen klug ist, Werke und Musik oder sowas. Das stimmt ein bisschen, aber hier steht genau das eben nicht drin, sondern da steht normal, ja. Das Urheberrecht schützt den Menschen. Der ist das eigentliche Schutzsubjekt, nicht das Werk. Das Werk ist, wenn Sie weiterlesen, jetzt nachgeordnet. Das Urheberrecht schützt den Menschen in seinen wunderschönen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk. Und dann wird es ein bisschen ökonomischer und in der Werknutzung. Zugleich, jetzt wird es noch ökonomischer natürlich, dient das Urheberrecht der Sicherung einer angemessenen Nutzungsvergütung. Das ist insofern besonders, als sie im, ich glaube, im gesamten deutschen Recht, wenn man mal vom Menschenwürdeschutz in Artikel 1 Grundgesetz absieht, praktisch keine Vorschrift haben, die so einen starken Personenbezug oder Menschenbezug hat, wie diesen 11 Urhebergesetz am Anfang. Sie werden insbesondere sehen, dass bei den gewerblichen Schutzrechten, also im Patentrecht, im Markenrecht, im Designrecht, Vergleichbares nicht vorhanden ist. Das ist eine Spezialität des Urheberrechts und Sie werden dann hinterher auch bei den Schutzwirkungen sehen, dass genau diese der Schutz der persönlichen Beziehung und der geistigen Beziehung, dass der sich auch in konkreten kodifizierten Rechtsfolgen ausdrücken
wird. Prinzipiell ist das, was hier ausgedrückt wird, und jetzt, das ist jetzt sozusagen Jura-Terminologie, einerseits das Schöpferprinzip und andererseits steckt hier auch der sogenannte Monismus drinnen. Und diese beiden Dinge werde ich Ihnen nun erklären. Schöpferprinzip bedeutet zum einen, dass, wie gerade gesehen, der Schöpfer, derjenige, der ein Werk erschaffen hat, das Hauptschutzsubjekt des Urheberrechts ist, also als Mensch. Und dass man zum anderen, wenn man das mal drehen will, sich dadurch, dass man ein Werk erschafft, also Literatur, Wissenschaft, Kunst, sich selbst sozusagen in das Urheberrecht hineinbegibt und dort vom Urheberrecht nur aufgrund dieses kreativen Akts geschützt wird, weil man eben sich literarisch, künstlerisch oder wissenschaftlich ausgedrückt hat. Die Wurzel, wie bei so vielem, was heute unsere Rechtsordnung ist, also auch letztlich ja bestimmtes Verständnis von Demokratie, bestimmtes Verständnis von Privatautonomie, bestimmtes Verständnis von Freiheit, aber auch ein bestimmtes Verständnis von Gleichheit, das liegt bei uns in der Aufklärung, sowohl auf französischer als auch auf deutscher Seite, also grob zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ich habe Ihnen hier, nicht klausurrelevant natürlich, Immanuel Kant, wo das erste Mal sowas formuliert wird, damals noch nicht konzeptionell und systematisch. Also damals wurde nicht unterschieden zwischen, sie waren ganz am Anfang zwischen Patentrecht, Urheberrecht, von Designrecht gar nicht zu reden. Ja, das ist ja alles viel, 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 viel jünger. Sondern die Idee, dass es unrechtmäßig sein könnte, wenn jemand etwas geschrieben hat, das einfach so zu kopieren. Immerhin 1785. Und wenn Sie in der Schule gelernt haben, so der Leitsatz der Aufklärung ist die Erweckung des Menschen aus seiner Unmündigkeit, also sich selbst zum Subjekt zu machen, dann ist eine weitere Stufe und eine noch etwas, sagen wir mal, das ist noch ein bisschen höher geschraubt, dass wenn das so ist, dass dann eben auch die Früchte des Geistes, ja, also das, was aus der menschlichen Kreativität, aus seiner schöpferischen Kraft erwächst, dass das dem betreffenden Menschen gehören soll. Darin steckt auch ein bisschen was Rebellisches in damaligen Kategorien gedacht, dass der Mensch sich selbst zum Schöpfer erklärt. Das wäre in voraufgeklärten Zeiten reine Blasphemie gewesen. Daraus folgt, dass wir zumindest hier in Kontinentaleuropa das Urheberrecht als die am stärksten an die Person gebundene Form des geistigen Eigentums wahrnehmen. Stärker, wie Sie hinterher sehen werden, als das in den anderen Immaterialgüterrechten der Fall ist. Im Markenrecht ist es zum Beispiel überhaupt nicht mehr der Fall, habe ich Ihnen aber letzte Woche erklärt, es ist sowieso kein richtiges geistiges Eigentum. Und wir begreifen, und das sind jetzt nicht nur wir Deutschen oder wir Kontinentaleuropäer, wir begreifen das Urheberrecht wirklich als eine Art Menschenrecht. Und das kann ja auch mal so gesagt werden. Dazu passt übrigens sehr schön, dass die United Nations, also die Vereinten Nationen, schon im Jahr 1948, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, also das, was bis heute die Menschenrechtscharta ist, die unter uns in unserem deutschen bundesrepublikanischen Leben nicht so die Riesenrolle spielt, die aber global natürlich schon nach wie vor eine gewisse Bedeutung hat. Dort gibt es also den Artikel 27, wie gesagt schon seit 1948, und in dessen Absatz 2 steht was ganz ähnlich ist wie unser 11 Urhebergesetz, wahrscheinlich auch zu Teilen zumindest davon inspiriert. Da steht drin, jeder hat das Recht auf Schutz,
der geistigen und materiellen Interessen. Und ich weiß nicht, ob Sie sehen, diese Gegenüberstellung haben wir in dem 11 ja so ähnlich auch. Also der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber, und dann kommt genau das Gleiche, von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. Also, das Urheberrecht ist ein globales Menschenrecht. Das war also jetzt Schöpferprinzip in Verbindung mit Menschenrecht, in Verbindung mit Persönlichkeitsrecht, in Verbindung mit unserem geistesgeschichtlichen Hintergrund der Aufklärung. Fehlt nun noch das, was ich unter Monismus angekündigt habe. Und hier sehen Sie da unter Punkt 2 bereits relativ deutlich, geht es nun um diese nebeneinander stehenden Persönlichkeitsrechte auf der einen Seite, also sozusagen das Geistige, die geistige Beziehung, und Verwertungsrechte auf der anderen Seite, also die Möglichkeit der realen Nutzung und Verwertung, also dort auch das materielle Interesse. Sie haben gefunden, dass diese Gegenüberstellung sowohl in unserem § 11 Urhebergesetz als auch in dem, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, in dem 27 Menschenrechtscharta erwähnt ist. Versuchen wir mal ganz kurz das zu systematisieren. Ich schicke voraus, besonders schwierig ist es nicht, aber wenn in der Klausur stehen würde, erklären Sie mir, was Monismus bedeutet, dann käme das hier. Monismus bedeutet, es gibt ein Urheberrecht, das aus zwei Teilaspekten besteht, nämlich dem persönlichkeitsrechtlichen auf der einen Seite und dem verwertungsrechtlichen auf der anderen Seite. Also dem einen Teil, der eher ideelle Interessen verwirklichen soll und eben auf der anderen Seite materielle, monetäre vielleicht sogar Interessen realisieren soll. Das gehört aber, Stichwort Monismus, zum gleichen Recht und unterliegt im Prinzip auch den gleichen Grundsätzen. Mir wurde im Studium erklärt, und das Bild hat mir gar nichts geholfen, ich habe es überhaupt nicht verstanden, aber vielleicht verstehen Sie es, es sei also wie ein Baum, der ist das Urheberrecht, und aus dem würden zwei große Äste erwachsen und die würden sich dann noch weiter in irgendwelche Zweige teilen. Es bliebe aber immer der gleiche monistische Baum. Was Ihnen vielleicht mehr hilft zum Verständnis, und da wird es dann schon nochmal so ein bisschen interessant, ist, wie wäre es denn anders? Wie wäre denn ein dualistisches System? Dualistische Systeme funktionieren so, es gibt das Urheberrecht, das sind im Prinzip die Verwertungsrechte, und dann gibt es auf der anderen Seite davon unabhängig das Persönlichkeitsrecht, das seinen eigenen Gesetzen folgt, sodass man insgesamt ein dualistisches System hat. So zum Beispiel unsere Nachbarn in Frankreich. Kommt Ihnen immer noch ein bisschen abstrakt vor, jetzt will ich es mal konkret machen. Urheberrecht wirkt 70 Jahre post mortem auctoris, also 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. Nach unserer Konzeption enden nach diesen 70 Jahren alle Rechte, sowohl Persönlichkeitsrechte als auch Verwertungsrechte, die aus dem Urheberrecht folgen. Das bedeutet zum Beispiel, dass der persönlichkeitsrechtliche Anspruch, dass ich genannt werden muss, den lernen Sie noch kennen, aber das gehört zum Persönlichkeitsrecht dazu, dass wenn mein Werk verwertet wird, dass die Leute sagen, der und der hat dieses Werk geschaffen. Kennen Sie von Fotos? Ja? Jemand macht ein Foto und das wird dann veröffentlicht und da steht unten drunter, Fotograf, Doppelpunkt und dann kommt irgendein Name oder sowas. So. Dieser persönlichkeitsrechtliche Anspruch erlischt in unserem monistischen System ebenso wie das gesamte Urheberrecht nach 70 Jahren. Okay. In einem dualistischen System wäre das anders. In einem dualistischen System könnte man sich vorstellen, dass das Urheberrecht als Verwertungsrecht nach 70 Jahren erlischt, dass aber die Persönlichkeitsrechte
danach fortbestehen. Das hieße also, dass auch dieser Nennungsanspruch nach 100 Jahren, 150 Jahren immer noch besteht. Konkret gesagt, wenn ich heute Beethovens 5. Sinfonie spiele, kann ich dazu sagen, das ist Beethovens 5. und der Beethoven hat das komponiert. Aber ich muss es nicht. In einem dualistischen System würde dieses Persönlichkeitsrecht fortbestehen, sodass man nach wie vor dazu verpflichtet wäre, den Komponisten aufgrund seines fortbestehenden persönlichkeitsrechtlichen Anspruchs weiter zu benennen. Das hat einen gewissen Charme. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen wie ich. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Es erhält sozusagen die Persönlichkeit über das Ablaufen des Urheberrechts als Verwertungsrecht hinaus. So. Für Sie in der Klausur, wenn Sie sich mit deutschem Urheberrecht befassen, ist das natürlich eine Vereinfachung. Denn wir haben hier den Monismus. Das heißt, alles, was ich Ihnen erzähle über das Urheberrecht, endet 70 Jahre postmortem auctoris. Und das ist, wenn Sie so wollen, die schlichtere, einfacher zu bearbeitende und in gewisser Weise auch, wenn ich das mal so sagen darf, praktikablere Vorgehensweise. Also Monismus bedeutet, kurz gefasst, Persönlichkeits- und Verwertungsrechte sind Teile ein und desselben Urheberrechts. So ist, wie Sie später sehen werden, auch unsere gesetzliche Konzeption. Und wer sich dazu gerne ein Bild anschauen möchte, der hat dieses Bild hier vor sich. Der 11 Urhebergesetz schützt die Beziehung geistig, persönlich, aber auch im Hinblick auf die Verwertung des Werkes zwischen Urheberin, hier links, und Werk im Materialgut, hier rechts. Dies zum einen im Hinblick auf die persönliche Beziehung, die schauen wir uns dann noch an, wenn wir soweit sind, in der übernächsten Folie 12 bis 14 Urhebergesetz. Da stehen die drei wesentlichen Urheberpersönlichkeitsrechte drin, unter anderem das Nennungsrecht, das ich Ihnen gerade geschildert habe in § 13. Und zum anderen auch im Hinblick auf die Verwertungsrechte, also auf die Frage, darf kopiert werden, darf verbreitet werden, darf aufgeführt werden, darf vorgelesen werden, darf alles Mögliche. Geregelt in den 15 bis 24 Urhebergesetz. Das alles bis 70 Jahre über den Tod der Schöpferin hinaus. Also unter uns in vielen Fällen zum Wohle der Erben. Damit wäre also der Monismus als deutsches gesetzgeberisches Konzept erklärt und vielleicht lohnt es sich nochmal zwei Blicke auf den allgemeinen Subjektsbezug unseres Urheberrechts zu werfen. Wie ich oben ja darzulegen versucht habe, ist das Urheberrecht, so wie wir es heute verstehen, wesentlich an das Konzept vom Menschen, also an unser Menschenbild, daran geknüpft, also wie wir auf uns selbst sehen. Und dass wir uns selbst plus minus seit 1780, 90 selbst als Schöpfer ansehen können. Und damit dieser Subjektsbegriff, geistesgeschichtliche Subjektsbegriff, eine Voraussetzung dafür ist, dass wir das Urheberrecht als Persönlichkeitsrecht und Menschenrecht überhaupt ansehen können. Das kann man aber kritisieren und es wird auch kritisiert. Und es ist schon eine relevante Frage, inwieweit heute in Zeiten von Wikipedia und Schwarmintelligenz und computergenerierter Musik und KI-generierten Erfindungen, jetzt mal Patentrecht, und anderen Erscheinungen, diese Idee noch haltbar ist des einzelnen individuellen Subjekts,
das etwas erschafft und das dann in dem von ihm Erschaffenen weiterlebt. Ja? Also ich selbst bin öfters in die Arena geschickt worden und musste dann zu Zeiten, als die Piratenpartei noch relevant war, mich mit Politikern der Piratenpartei auseinandersetzen, was sehr in Ordnung war, was ich gerne gemacht habe. Aber klar, aber wenn ich denen dann sage, in dem MP3, das du zur Nutzung freistellen möchtest, steckt in Wirklichkeit ein Mensch drin, dann gucken die mich so an, als sei ich reif für die Nervenklinik. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, also wir gucken heute auf das Subjekt anders, als wir das natürlich im ausgehenden 18., 19., 20. Jahrhundert getan haben. Und das ist eine relevante Voraussetzung. Insofern stehe ich zu diesem Satz, den ich da unten von mir gegeben habe. Hätte man es eigentlich sagen können. Hinter der Krise des Urheberrechts steckt möglicherweise in Wirklichkeit eine Krise des Subjekts. Dass es auch anders geht, sieht man an dem großen Gegenspieler unseres kontinentaleuropäischen persönlichkeitsorientierten Urheberrechts, nämlich dem Copyright, wie es im insbesondere US-amerikanischen Rechtsraum konzipiert ist. Sie haben hier Artikel 1, Article 1, Section 8 der amerikanischen Verfassung, die jetzt nun eine ganz andere Sprache spricht als unser Paragraph 11 Urhebergesetz. Da merkt man vom mehr oder weniger ersten Wort weg, dass das Urheberrecht bzw. das Immaterialgüterrecht dort anders gesehen wird, anders gewollt ist und anders konzipiert ist, demzufolge auch, als das bei uns der Fall ist. Ja, also der Kongress hat die Macht, to promote den Fortschritt der Wissenschaft und der, und das finde ich eine besonders nette Ausdrucksweise, useful arts. By securing for limited times to authors and inventors, das ist dann natürlich im Ergebnis ähnlich, ne? Für eine gewisse Schutzfrist würden wir das nennen, werden Exklusivrechte auf gesetzgeberischem Weg verliehen für die jeweiligen Writings and Discoveries, also jetzt mal ganz grob für alles, was im Urheber- und sonstigen Immaterialgüterbereich ist, ohne da jetzt mich im Detail verlieren zu wollen. Sicher ist mal eins, das ist ein sozusagen gewährtes Recht und kein von Natur aus anerkanntes Recht. Ja, also wenn ich bei uns immer davon rede, das ist ein Menschenrecht, das ist ein Persönlichkeitsrecht, dann steckt dahinter ja der im Grunde naturrechtliche Gedanke, ich habe das gemacht, das gehört mir. So sehen die das nicht. Ja, sondern die sagen, ja, der Gesetzgeber ist dazu in der Lage, dir etwas zu gewähren und ich übertreibe es jetzt mal, wenn das useful ist. Ja? So, das ist kein persönlichkeitsrechtliches, sondern wie insgesamt im angloamerikanischen Rechtsraum eher ein utilitaristisches Modell, das eben einfach versucht, einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Und das will ich auch gar nicht schlecht machen oder so. Das ist eine ebenso legitime Vorgehensweise, wie das wir romantischen Europäer machen. Hat natürlich eine ganze Reihe von realen juristischen Konsequenzen. Das erste ist, ich habe in der letzten Vorlesung schon erzählt, das Urheberrecht hängt am Menschen, § 7 Urhebergesetz. Für die Amerikaner ist es überhaupt gar kein Problem, dass das Urheberrecht einer Firma gehört. Ja, es ist gar nicht wichtig, wer jetzt nun der jeweilige Mensch ist, sondern das kann durchaus gehalten werden von, wie es hier steht, juristischen Personen. Wenn man mal Hollywood nimmt, dann haben wir in unserer europäischen Konzeption ein gewisses Problem, denn an einem Film sind ja viele, viele, viele Akteure beteiligt. Also die Schauspieler sieht man, aber dahinter ist natürlich diejenigen, die das Drehbuch verfassen, die Regisseure, also Beleuchter, alles Mögliche. Und wir müssen für jeden Einzelnen angucken, inwieweit hast du zu diesem Werk, zu diesem Filmwerk beigetragen und können dann zu einer relativ großen Anzahl von Miturhebern kommen, was die praktische Lösung von Problemen, wenn sie denn auftauchen,
wie Sie sich vorstellen können, relativ schwierig macht. In den USA ist das anders. Dort ist, und das ist eben Hollywood-Prinzip, Inhaber des Urheberrechts der Produzent. Und das ist derjenige, der das Geld reingesteckt hat. Und dafür kriegt er das Urheberrecht. Und das ist ein völlig total ökonomisches Modell. Und in gewisser Weise auch ein praktikables Modell, was aber eben dann wiederum dazu führt, dass die sonstigen Beteiligten, und mögen sie auch noch so viel dazu geleistet haben, eben nicht zum Kreise der Urheber gehören. Nächste Konsequenz, und habe ich gleich noch ein paar Beispiele für Sie, ist, dass das Urheberrecht in den Vereinigten Staaten ein Marktgut ist, ja? Also ein Property Right, über das verfügt werden kann, wie über eine normale Sache auch. Das heißt, das ist frei handelbar und demzufolge mit der Möglichkeit verbunden, dass ein Künstler, der nach unserer Konzeption immer Inhaber des Urheberrechts bliebe, dass der dort sich seiner kompletten Urheberrechte begeben kann und dass das dort auch im Grunde der Regelfall ist. Hierzu, wie gesagt, gleich noch ein paar Beispiele. Vorher dennoch vielleicht nur eine kurze Bemerkung zu dem, was da unten in der untersten Zeile steht. Also, und das hat was übrigens zu tun mit dem, so zumindest von mir wahrgenommenen, allgemeinen Verhältnis ökonomischer Modelle und juristischer Modelle, die eben, so zumindest wie ich es begreife, unterschiedlichen Treibern folgen, wenn Sie so wollen. Wenn ich es mal übertreiben will, dann ist das, was die Amerikaner machen, utilitaristisch gedacht. Das heißt, wir setzen einen bestimmten Anreiz, einen bestimmten Incentive, wie es da ja auch steht, und gehen dann davon aus, dass das bei rational handelnden Akteuren dazu führt, dass Kunst und Wissenschaft insgesamt befördert werden. In der modernen Politik spricht man da, man hört es immer wieder, von einer Lenkungswirkung durch das Recht. Das ist natürlich funktional unter der Voraussetzung, dass die Akteure auch tatsächlich rational handeln. Sie haben in Ihren ökonomischen Vorlesungen eine Menge darüber gelernt und wissen mehr darüber als ich, dass man an diesem Konzept, dass das Konzept als Konzept funktionieren mag, dass man aber in der Realität seine Zweifel haben kann daran. Ich wollte nur betont haben, dass diese Zweifel ausgerechnet im Urheberrecht besonders begründet sein mögen. Denn Leute, die Kunst machen, die machen das oft nicht aus, in Anführungszeichen, rationalen Motiven. Da ist nicht der ökonomische Vorteil der erste Treiber, den die haben. Ähnliches gilt übrigens auch für die Wissenschaft. Ja? Also wer wissenschaftliche Aufsätze verfasst, der macht das ja nicht, um daraus persönliche oder gar monetäre Vorteile zu erreichen und so weiter. Im Urheberrecht funktioniert diese, zumindest nach meinem Verständnis oder nach unserem Verständnis, funktioniert dieses Anreizmodell nur bedingt. Ja, im Steuerrecht kann man über sowas reden, im Urheberrecht kommt es mir nach wie vor komisch vor. Es ist aber gleichzeitig nicht zu leugnen, dass diese beiden Systeme sich jetzt nun global gesehen zueinander in Konkurrenz befinden und dass selbstverständlich die Möglichkeit besteht, dass unser eigenes europäisches aufklärungsbasiertes System in der internationalen Konkurrenz im Verschwinden begriffen ist. Ich war mal in Südamerika auf so einer Vortragsreise und auf Tagungen und irgendwann hat so ein Typ da unten mir gesagt, el concepto del derecho europeo de autor está muerto. Also, das muss man sich erstmal geben, so das europäische Urheberrechtskonzept ist tot. Okay, ich war damals noch jünger und habe mich nicht so richtig getraut, dem zu widersprechen. Heute würde ich das vielleicht anders tun, aber es ist natürlich richtig, wie oft
sind die ideellen Konzeptionen nicht diejenigen, die schlussendlich im globalen Markt bestehen. Trotzdem gibt es in den Vereinigten Staaten Probleme, eben gerade aufgrund dieser Ansicht des Urheberrechts als reiner Verfügungsware, die wir in dieser Form nicht haben. Also durch die Jahrzehnte hindurch, der inzwischen verstorbene Musiker Prince ist eine Zeit lang mit einem S auf der Wange herumgelaufen, hat dann versucht, seinen Namen zu ändern, um zu verhindern, dass die Firma, die sämtliche Urheberrechte an seinem eigenen Werk hielt und ihn auf weitere Werke verpflichtet hatte, ihn seiner eigenen Vorstellung nach in einer sklavenähnlichen Position hielt. Ähnliche Geschichten gab es von George Michael. Wenn Sie sich an den noch erinnern, lebt er auch nicht mehr. Ähnliche Geschichten gab es Jahre davor von Frank Zappa, der oft mehr oder weniger jedem Konzert erzählt hat, dass sein Vertrag die reine Hölle darstellen würde und dass er keine einzige Kontrolle über sein Werk hätte. Nebenbei gibt es noch die Anekdote, dass der inzwischen verstorbene Michael Jackson zwischenzeitlich Inhaber der kompletten Urheberrechte am Werk der Beatles war. Das ist auch etwas, was man sich hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann. Und hier sehen Sie schon den Tweet des unvermeidlichen Kanye West, der ein ähnliches Problem hat, was wir so in unserem System, was so überhaupt nicht auftauchen würde. Das ist also einer von vielen Tweets, die der in einer Nacht rausgehauen hat, die verbunden waren mit der Ankündigung, er würde sein nächstes Album nicht herausbringen, bis nicht seine vertragliche Situation mit Universal geändert sei. Nun drückt er sich ja naturgemäß nicht so wahnsinnig klar aus, dieser Typ. Aber da steht's. Sie haben jetzt schon drauf geguckt auf diesen Tweet, ich brauche nicht mehr viel zu sagen, aber es ist einfach, er will also alle Verträge, und zwar von jedem, will er sehen, enslaved. Und dann kommt die NBA plötzlich unten rein. Wenn Sie den Tweet verfolgen auf Twitter, dann sehen Sie, dass die ganzen Antworten sich praktisch nur auf die NBA beziehen, die eigentlich gar nicht sein Thema ist. Egal. Und am Ende ein schöner Abschluss. I am the new Moses. Wer immer auch der neue Moses sein mag, interessiert mich nicht. Ich interessiere mich eher für das Urheberrecht. Und bei uns ist es eben anders. Ja, wir haben diese Probleme nicht. Wir haben keine Situation, in der jemand sich seines kompletten Urheberrechts begeben kann. Denn bei uns ist es eben, ich sagte es bereits, Persönlichkeitsrecht, Menschenrecht, an den Schöpfer oder die Schöpferin gebunden. Und zwar für immer und noch 70 Jahre darüber hinaus. Ja. Unser höchstes Problem ist Campino, den Sie hoffentlich kennen, der sich auch urheberrechtlich beschwert hat und dann einen Anruf von der Bundeskanzlerin erhielt. Aber darüber reden wir in einer der nächsten Vorlesungen. Und Sie geben mir zu, das war die Mutter aller Cliffhanger. Ja, speaking of Mutter, Daenerys würde mir zustimmen, besser als in Game of Thrones. Damit verlassen wir die Vereinigten Staaten, verlassen Kanye, Moses, Prince und Campino und kommen zu einem zugegebenermaßen etwas trockeneren Thema, nämlich zur Frage der Rollen im Urheberrecht, der Beteiligten im Urheberrecht oder wie ein Volkswirt sagen würde, der jeweiligen Spieler. Wenn man in die Lehrbücher reinschaut, ist von der Interessentrias oder Beteiligtentrias, also von der Dreifaltigkeit der Rollen, die Rede. Ich schicke es vorweg, die ist heute nur noch bedingt gültig und praktikabel. Sie hilft allenfalls dazu, sich vorzustellen,
um welche Interessen es auf einer abstrakten Ebene im Urheberrecht eigentlich geht. Sie sehen hier 1, 2, 3, Schöpfer, Nutzer und Vermittler. Nummer 1 ist klar, und davon rede ich ja auch schon die ganze Zeit, das Urheberrecht steht und fällt mit dem Schöpfer. Er ist das Schutzsubjekt, er ist derjenige, der das Urheberrecht überhaupt erst auslöst. Und Sie können sich das nochmal vorstellen, ja? Sie schreiben eine wissenschaftliche Arbeit, ja? Und Ihre Bachelorarbeit ist im Zweifel eine wissenschaftliche Arbeit. Und damit, dass Sie diese Arbeit schreiben, wandern Sie aus dem nicht urheberrechtlichen Bereich in das Urheberrecht hinein. Das ist § 7 Urhebergesetz schon erwähnt und ich glaube auch schon gezeigt in der letzten Folie. Und das ist soweit klar. Die zweite traditionelle Rolle, die aber mit der ersten inzwischen verschwimmt, wie ich gleich zu zeigen versuchen werde, aber die man eben aus dem traditionellen Urheberrecht heraus mitbringt, sind die Konsumenten, sind die Nutzer, sind also diejenigen, früher hätte man gesagt, die das Buch lesen, die sich die Musik anhören, die sich das Bild anschauen, die das geschützte Werkstück kaufen, so, also die Nutzer ebenso. Die spielen eine gewisse Rolle nicht als Schutzsubjekte des Urheberrechts, das ist nur der Schöpfer. Sie spielen aber eine Rolle, weil auch sie bestimmte Rechtspositionen haben, die das Urheberrecht mit berücksichtigt. Derartiges finden wir insbesondere, und das machen wir später, im Rahmen der Schrankenbestimmungen. Ich habe Ihnen ja bereits mal erwähnt, man darf zitieren. Ja, und derjenige, der zitiert, ist ein Nutzer des Originalwerks. Und diese Möglichkeit gibt ihm das Urheberrecht dann später im Rahmen der urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen. Anderes vergleichbares Modell ist die Privatkopie. Davon haben Sie möglicherweise auch schon mal gehört und das werden wir sicher später auch miteinander behandeln, wo also dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt wird, von einem Werkstück eine bestimmte begrenzte Anzahl von Kopien zum nicht gewerblichen privaten Gebrauch anzufertigen. So. Die dritte Rolle sind die sogenannten Mittler. Die tauchen in den Vorschriften, mit denen wir uns beschäftigen, nicht auf, aber es gibt sie natürlich. Das sind also diejenigen, die das Werk, und auch diese Rolle hat sich im Grunde verwischt, wenn man so möchte, die das Werk vom Schöpfer an den Nutzer bringen. Das sind traditionellerweise die Verlage, also jetzt im Wissenschaftsbereich zum Beispiel ganz wichtig. Ich kann Wissenschaft nur sehr schwer auf den Markt bringen, ohne dass ich einen wissenschaftlichen Verlag habe. Ähnliches gilt natürlich für die Filmindustrie, ähnliches gilt natürlich für die Musik und für Literatur natürlich auch. Das sind also die Verwerter, die sind in der politischen Diskussion, werden sie manchmal so dargestellt, als seien sie der verlängerte Arm der Urheber sozusagen, als würden sie Urheberinteressen und ausschließlich Urheberinteressen verwirklichen. Das ist nicht so. Wenn Sie mal selber mit Verlagen zu tun haben, werden Sie feststellen, es gibt da durchaus auch den einen oder anderen Interessengegensatz. So, ich will mich erstmal darauf beschränken, Ihnen diese drei ideal gedachten Personen oder Personengruppen vorgestellt zu haben und sage jetzt noch kurz zwei, drei Wörter dazu, warum ich oben gesagt habe, das sei heute in dieser Form nicht mehr gültig. An erster und offensichtlichster Stelle hat sich die Nutzerrolle verschoben und hat sich insbesondere die Trennung zwischen Schöpfer und Nutzer verwischt und das natürlich insbesondere im Netz. Sie sehen das hier unter dem Stichwort UGC, User Generated Content, und damit ist bereits alles gesagt. Also derjenige,
der als User angesehen wird, weil er typischerweise an seinem Computer sitzt und gleichzeitig Content, und zwar möglicherweise urhebergeschützten Content, nämlich zum Beispiel ein Foto, einspeist, bei dem kann man einerseits davon reden, er sei ein User, nämlich zum Beispiel ein Facebook- oder Instagram-User, aber gleichzeitig ist er auch Urheber. Das gibt es in der Ökonomie, werden diese Leute als Prosumenten, Prosumers, glaube ich, nennt man die, keine Ahnung, werden diese Leute bezeichnet. Und das haben sie heutzutage natürlich tausendfach und millionenfach. Also nehmen wir Instagram. Ich bin einerseits Nutzer des Dienstes und zum anderen steuere ich am laufenden Meter von mir geschaffene Werke, nämlich insbesondere Fotografien oder von mir aus Filme oder Texte, dort bei und bin also gleichzeitig und möglicherweise sogar in erster Linie selber Schöpfer. Was in Klammern zu Folgendem führt, ich erinnere nochmal an die Vereinigten Staaten von gerade eben. Die AGB von Facebook oder Insta sind in USA notwendigerweise anders gestaltet als bei uns. Doch drüben, westlich des Atlantiks, lauten die, ich kenne sie jetzt nicht wortwörtlich, aber lauten die plus minus, wir, der Diensteanbieter, sind ab sofort die kompletten Eigentümer von sämtlichen Inhalten, die du in unser soziales Netzwerk einspeist. Punkt. Und dadurch, dass die User das dem zustimmen, verlieren die Rechte an dem, was sie auf Insta oder auf Facebook hochladen. Das geht bei uns nicht. Siehe oben. Ja. Ein Riesenaufwand, der da betrieben wird um die jeweiligen AGB, aber die müssen eben für den amerikanischen und für den europäischen Raum aufgrund der urheberrechtlichen Besonderheiten jeweils unterschiedlich gestaltet werden. Zweite, hier nur exemplarisch genannte Aufweichung dieses Trias, dieses Dreifaltigkeitsmodells betrifft die Rolle der Werkvermittler, die sich natürlich, seit man selbst das Netz gestalten kann, als einfacher, normaler Privatmensch in ihre Rolle bedroht sehen und das auch mit Recht. Ich brauche, wenn ich meine Musik, wenn ich meine Inhalte, wenn ich meine Bilder, wenn ich meine von mir aus sogar Literatur loswerden will, heute nicht mehr einen Verlag, der das für mich übernimmt, sondern ich kann es im Netz im Grunde selbst. Das sind aber jetzt keine juristischen Ausführungen gewesen, sondern diente nur dazu, Ihnen zu vermitteln, dass es erstens okay ist, wenn man diese drei oben genannten Rollen kennt, dass es aber zweitens auch notwendig ist zu verstehen, dass die heutzutage nicht mehr so voneinander getrennt werden können, wie das vielleicht vor 15 Jahren und wie das vielleicht im originären Urheberrechtsmodell noch der Fall war. Mehr will ich einstweilen hierzu nicht sagen. Es wäre schön, wenn Sie dieses UGC, User Generated Content, wenn Sie das zumindest mitnehmen würden. Darauf werde ich nämlich noch ein paar Mal zurückkommen in dieser Vorlesung. So, es folgen zwei Folien zur internationalen und europäischen Situation und dann werden wir endlich konkret und machen unseren ersten Fall. Trotzdem verschlucken Sie das nicht, was jetzt kommt, denn ich erkläre hier mit dem Territorialitätsprinzip, mit dem Schutzlandprinzip und später mit der europäischen Situation, mit den Richtlinien, erkläre ich ein paar Dinge, die A essentiell sind und B für das Immaterialgüterrecht insgesamt von Bedeutung sind. Erstens Territorialitätsprinzip. Alle Urheberrechte und in Klammern alle Immaterialgüterrechte und nochmal in Klammern alle Rechte wirken erstmal nur territorial. Woran liegt das? Naja, das liegt an der Demokratie. Ja. Ein Staatsvolk wählt seine legislative Gewalt
also im Zweifel das Parlament, dessen Job ist was? Gesetze zu erlassen und in jetzt territorialer Hinsicht, wie weit wirken diese Gesetze? Ja, nur so weit, wie die Souveränität dieses Staatsvolks gehen kann, also eben auf den jeweiligen Staat beschränkt. Das heißt, aus dieser gar nicht urheberrechtlichen, also es ist keine urheberrechtliche Besonderheit oder sowas, aus diesem Grundsatz, letztlich demokratischen Grundsatz, folgt, wir reden hier von einem deutschen Urheberrecht, einem französischen Urheberrecht, einem italienischen Urheberrecht, aber es gibt nicht so etwas wie ein Welturheberrecht. Wiederum in Klammern, wenn wir sowas hätten, ja, man kann sich das ja wünschen, man kann sich ein Welturheberrecht, ein Weltstrafrecht, ein Weltsachenrecht oder irgendwie sowas wünschen, dann hätte das gerade im geistigen Eigentum natürlich einen gewissen Charme, denn auch die Vermarktung zumindest der ökonomisch interessanten Gegenstände und Immaterialgüter ist ja heutzutage rein national fast gar nicht mehr interessant. Das findet ja alles übernational, transnational und gegebenenfalls global statt. Nehmen Sie Popmusik und nehmen Sie Filme, dann wissen Sie schon, wovon ich spreche. Nichtsdestoweniger gelten Immaterialgüterrechte, wie auch andere, die mich jetzt aber hier nicht interessieren, prinzipiell territorial. Sie werden hinterher sehen, dass das im gewerblichen Rechtsschutz, also Markenrecht, Designrecht und im Ansatz auch im Patentrecht, auf Europa ausgedehnt wurde, aber da kommen wir erst später dazu. So. Hieraus folgt nur als Konsequenz, das ist jetzt nur ein sozusagen logischer Folgeschritt, den ich jetzt mache, diese sogenannte Bündeltheorie, wobei ganz ehrlich, man liest zwar, es sei eine Bündeltheorie, aber es ist keine Theorie, es ist einfach nur ein Faktum. Wenn das Urheberrecht territorial wirkt und wenn es eo ipso entsteht, also aus sich selbst heraus, dann entsteht durch mein Schaffen eines Werks ein ganzes Bündel, und zwar ein ziemlich großes Bündel von 190 plus x verschiedenen nationalen Urheberrechten. Das ist ganz interessant, sich das mal vorzustellen, so Ursache-Wirkung. Ja? Ursache ist, mein Beispiel aus der letzten Folie, ich stehe in der Dusche und pfeife eine neue, schutzfähige Melodie. Und noch bevor ich mich fertig abgetrocknet habe, sind 193 Urheberrechte entstanden. Wow! Daraus entsteht natürlich, wie man sich unschwer vorstellen kann, ein Problem. Nämlich, wenn es so und so viele nationale Urheberrechte gibt, welches Recht wende ich dann eigentlich an? Sie haben das gerade bei so Internetgeschichten, ja, dann sagt jemand, ja, aber der Server steht auf den Bahamas und kann man jetzt hier deutsches Recht anwenden und solche Geschichten. Gut, dann versuchen wir uns mal da dran zu begeben. Ich vereinfache die Frage. Ich will jetzt nicht fragen, welches Recht wendet man an, so global gefragt, sondern ich frage ganz konkret, wann wenden wir das deutsche Urheberrecht an? Das ist zwar manchmal nur die Hälfte der Antwort, aber für uns in dieser Vorlesung soll mir das reichen. Also, wir gehen dort vor nach dem hier unter zweitens angeführten Schutzlandprinzips. Und das ist letztlich nur eine, sagen wir mal, Konkretisierung des Territorialitätsprinzips. Wir sagen, unser deutsches Recht wird dann angewandt, wenn die potenzielle Rechtsverletzung, manchmal muss man erst rauskriegen, liegt eine Rechtsverletzung vor oder nicht, aber wenn der Tatbestand, der potenziell rechtsverletzend ist, wenn der in Deutschland stattfindet. Lassen wir das Internet noch mal kurz raus, da komme ich gleich dazu. Nehmen wir mal einfach was Analoges, was ganz Normales. Also, ich wende das deutsche Urheberrecht dann an, wenn hier Alben verkauft werden, wenn hier Bücher verkauft werden, wenn hier wenn nach Deutschland hinein was importiert wird, was möglicherweise rechtsverletzend ist oder so. Das heißt, jedes Land, und das machen die meisten anderen Länder genauso, beschränkt also die Anwendung seines eigenen Rechts auf Tatbestände, die im jeweiligen Inland stattfinden. Das ist ja
einleuchtend und bis hierhin auch gut verstehbar. Und das war in der analogen Welt auch ziemlich einfach durchzuführen. Nur ist diese analogen Welt eben jetzt leider ein bisschen von gestern und wir haben heute die Verletzungen im Netz. Und da wird es eine Ecke komplizierter. Und ich sage Ihnen eins, das ist was, wo auch die Juristen sich am Kopf kratzen und wo wir immer nachschärfen müssen und wo wir ständig vor neuen, da unten sehen Sie es, teilweise jetzt schon Corona-bedingten Problemen stehen. Das heißt, ich gebe Ihnen nur die Basics. Okay, also zu den Basics. So wie ich diese Frage gerade vorbereitet habe, müsste man jetzt also vorgehen bei Rechtsverletzungen im Netz, bei Rechtsverletzungen über das Internet, zu fragen, ist Deutschland Schutzland, sprich, siehe gerade eben, findet die potenzielle Rechtsverletzung auf deutschem Territorium statt? Fragezeichen. Dann kommt man natürlich zuerst und sagt, bei allem, was im Internet passiert, findet die Rechtsverletzung auf deutschem Territorium statt, weil nämlich das Netz einfach hier ist und weil es auch sonst überall ist. Ja, ja, schon gut, aber das schränken wir, wie ich auch finde, sinnvollerweise ein. Also mal gedacht, eine Rechtsverletzung, die mit chinesischen Schriftzeichen irgendwo von Hongkong aus stattfindet und sich an ein Publikum in Taiwan richtet oder sowas, das müssen wir nicht nach deutschem Recht behandeln. Verstehen Sie, was ich meine? So. Und darum haben wir aber nochmal, also wir befinden uns da in einem gedanklichen Prozess, darum haben wir im Grunde zwei Voraussetzungen für die grundsätzliche Anwendbarkeit deutschen Rechts. Es ist jetzt etwas vergröbert, ja, aber so, dass Sie es mal mitbekommen haben. Für die deutsche Anwendbarkeit deutschen Rechts derzeit etabliert. Und ich sage dazu, das gilt nicht nur für Urheberrecht, sondern das gilt auch für die sehr relevanten Markenverletzungen. Das gilt auch für die ebenfalls relevanten Designverletzungen, die natürlich auch übers Netz stattfinden können. Und das gilt im Übrigen auch außerhalb des geistigen Eigentums, außerhalb des Immaterialgüterrechts, für zum Beispiel strafrechtliche Inhalte, also für Beleidigungen, Volksverhetzung, Persönlichkeitsrechtsverletzung etc. etc. und für die Frage, ob norwegischer Black Metal, der nach ganz anderen Prinzipien funktioniert, als das bei uns der Fall ist, ob wir uns hier mit dem deutschen Recht da dran begeben. Ich beschränke mich jetzt aber erstmal auf das Urheberrecht. Erstens im Inland abrufbar, das ist mehr eine technische Voraussetzung und da können Sie normalerweise einen Haken dran machen. Und zweitens, und das ist jetzt das eigentlich Interessante, falls sich der betreffende Inhalt bestimmungsgemäß an einen inländischen, für uns jetzt deutsches Recht, deutschen Adressatenkreis richtet. Und da bei dieser zweiten Voraussetzung, da spielt natürlich die Musik. Also deutsches Recht ist wahrscheinlich auf alles anwendbar, was in deutscher Sprache ist. Völlig egal, also wo der Server steht oder sowas, ja, haben Sie schon verstanden. Ist aber wahrscheinlich auch auf das meiste anwendbar, was in englischer Sprache ist, weil man davon ausgehen kann, dass die meisten Leute hier Englisch sprechen. Und wenn wir jetzt aber in andere Sprachen reinkommen, und da bin ich mit meinem Hongkong-Beispiel von vorhin jetzt plötzlich bei der Sache, dann könnte man zu einem Ergebnis kommen, dass man sagt, das richtet sich nicht bestimmungsgemäß an unseren inländischen Adressatenkreis, demzufolge deutsches Recht nicht anwendbar, deutsches Urheberrecht dann. So, ich habe versucht, einen etwas komplexen Tatbestand zumindest in seinen Grundzügen Ihnen darzustellen. Nehmen Sie es mir nicht übel, da bleiben natürlich Fragen offen, aber wie gesagt, nicht nur für Sie jetzt hier, sondern allgemein ist hier noch einiges zu tun. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes, reales Problem aus diesem Jahr 2020. Virtuelle Messen. Also Messen haben ja über Jahre hinweg analog stattgefunden, in Hannover, in Düsseldorf, in Frankfurt, mit einem begrenzten Adressatenkreis, nämlich den Leuten, die da rumgelaufen sind. Und Corona hat dazu geführt, dass aufgrund der Kontaktbeschränkungen diese Menschenansammlungen zumindest zeitweise rechtlich nicht mehr möglich gewesen sind. Also hat man die Fantasie wirken lassen und hat diese Messen aus dem Analogen in den virtuellen Raum
verlegt und so wie wir auch unsere Konferenzen ja inzwischen per Zoom oder sonst irgendwie abhalten, wurden eben diese Messen dann auch ins Netz verlegt, ohne dass die Leute sich getroffen hatten. Dann passiert aber natürlich Folgendes. Der bestimmungsgemäße Adressatenkreis ändert sich. Plötzlich sind das nicht mehr die Leute, die da vor Ort rumlaufen, sondern plötzlich sind das potenziell andere Adressaten in anderen Ländern, wo nach diesem dortigen anderen Land jeweils das dortige territoriale Recht gilt. Und nur mal ein Beispiel konstruiert. Sie präsentieren hier bei der virtuellen Frankfurter Messe ein Produkt, das in Konflikt steht mit einem, jetzt nehme ich mal, Designrecht, das lokal territorial in Italien besteht. Früher war das für sie kein Problem, denn solange ihr Produkt nicht nach Italien gekommen ist, hat italienisches Recht für sie keine Rolle gespielt, solange sie es nur hier auf der Messe hatten. Aber jetzt hat sich der bestimmungsgemäße Adressatenkreis geändert und sie haben sich ein Problem eingekauft, möglicherweise. Nur, dass Sie es mal gesehen haben, hier geht es natürlich erst los, aber ich will das jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Die weite Welt des Immaterialgüterrechts. Letzte Folie im Rahmen dieser Einführung. Wie sieht es eigentlich in Europa aus? Erstens, auch hier gilt erstmal prinzipiell das Territorialitätsprinzip. Das heißt, wie wenn Sie ins Gesetz reingucken, ja, deutsches Urhebergesetz, wir haben eben kein für Europa insgesamt geltendes Urheberrecht. Es bleibt territorial. Jetzt schon mal in der Vorwegnahme, die Europäische Union hat es geschafft, eine europäische Marke und ein europäisches Design, genannt europäisches Geschmacksmuster, einzuführen. Und sie steht relativ kurz davor, auch ein allgemein unionsweit geltendes europäisches Patent einzuführen. Im Urheberrecht ist das anders und das hat mit dieser persönlichkeitsrechtlichen Komponente zu tun. Hier sind die Unterschiede in der Konzeption und auch das Bestehen auf nationaler Souveränität zu tiefgehend, als dass man sich auf ein einheitliches, komplettes europäisches Urheberrecht hätte einigen können. Das haben wir also nicht. Ich habe hier oben drüber geschrieben, leider, Fragezeichen. Naja, das habe ich vorhin schon gesagt. Es besteht natürlich ein unternehmerisches Interesse daran, Rechtssicherheit in Europa zu haben und sich darauf verlassen zu können. Es gilt in allen Ländern der Europäischen Union das gleiche Urheberrecht. Aber das ist noch stärker im Markenrecht natürlich und noch stärker im Patentrecht. Im Urheberrecht ist es nicht ganz so massiv entwickelt. Das ist also sozusagen, das ist ein negativer Punkt daran, dass diesem Interesse nicht gefolgt werden kann. Positiv fällt andererseits ins Gewicht, dass man sich vorbehalten kann, die Feinheiten des Urheberrechts und insbesondere den persönlichkeitsrechtlichen Bezug jeweils noch national und auch mit dem eigenen kulturellen Verständnis, was im Urheberrecht ja eine große Rolle spielt, regeln zu können. So, was wir im Urheberrecht haben, und das ist jetzt das, was da in der unteren Hälfte steht, sind einige Richtlinien, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt haben. Die Wurzel dieser Richtlinien ist natürlich also in Brüssel bei der Kommission, beziehungsweise werden dann beschlossen durch das Parlament zusammen mit dem Rat. Das braucht uns jetzt alles nicht interessieren. Sie wissen vielleicht schon, und auch das ist jetzt wieder Allgemeinbildung, was so eine europäische Richtlinie ist. Und gerade um die letzte urheberrechtliche Richtlinie aus 2019 wurde ja intensiv gestritten und intensiv auch mit Demonstrationen und allem drum und dran gekämpft, und um die Umsetzung wird jetzt gerade, während ich hier sitze, gekämpft. Insofern, wenn man sich für solche Dinge interessiert, weiß man ungefähr, was es ist. Ist auch nicht unmittelbares Thema dieser Vorlesung, nur dass Sie es mal gehört haben. Eine Richtlinie ist kein Gesetz. Gesetze gelten unmittelbar für und gegen die rechtsunterworfenen Bürger.
Bei den Richtlinien ist das nicht so. Adressaten der Richtlinien sind nicht die einzelnen Bürger, zumindest im Grundsatz erstmal nicht die einzelnen Bürger, sondern die Richtlinien richten sich von der Europäischen Union an die jeweiligen Mitgliedstaaten. Die Staaten sind die Richtlinien unterworfenen. Das führt dazu, dass so eine Richtlinie nur eine Art von Rahmen vorgibt, also eine Vorgabe von bestimmten Zielen, die damit erreicht werden sollen, die aber dann durch die einzelnen Mitgliedstaaten erst in konkrete Gesetze umgesetzt werden müssen. Und wir haben in unserem Urheberrecht und wir haben in unserem BGB und wir haben in vielen, vielen, vielen anderen Vorschriften Regeln, deren Wurzel eben Brüssel ist, deren Wurzel eine Richtlinie, europäische Richtlinie ist, die dann durch den deutschen Gesetzgeber zu einem deutschen Gesetz gemacht wurde. Nur dieses Gesetz, das nationale Gesetz, ist dann diese abstrakt generelle Norm, die für und gegen alle Bürger wirkt. So. Die Mitgliedstaaten unterliegen einer europarechtlichen Umsetzungspflicht, die ist dann meistens befristet, so natürlich auch bei den urheberrechtlichen Richtlinien. Und die letzte, Ihnen möglicherweise aus der Zeitung bekannte Richtlinie aus 2019, ist die zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Stichwörter sind hier die Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht und solche Dinge, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Und der deutsche Gesetzgeber hat eine Umsetzungsfrist, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben eine Umsetzungsfrist bis Juni 2021. Also so lange ist es gar nicht mehr hin. Der langen Rede kurzer Sinn, und damit bin ich fertig mit dieser europäischen Folie. Wenn wir von Urheberrecht reden, reden wir, anders als später im gewerblichen Rechtsschutz, von strikt nationalem, in unserem Fall also deutschem, Urheberrecht. Es folgt der erste Fall, angelehnt an eine wahre Begebenheit, die ich etwas abgewandelt habe. Dieser Fall dient dazu, Sie an die Schutzvoraussetzungen im Urheberrecht heranzuführen. Die Schutzvoraussetzungen werden vor allem Thema des nächsten Foliensatzes und damit der nächsten Vorlesung sein. Das hier ist, sagen wir mal, so ein bisschen eine untechnische Heranführung. Es ist jetzt natürlich besonders schade, dass wir nicht zusammen im Hörsaal sitzen, denn eigentlich ist dieser Fall so gedacht, dass ich die Studierenden mal schon mal sagen lasse, was sie dazu schon wissen, denn sie werden gleich feststellen, das ist zu großen Teilen nicht unbekannt, wie das jetzt gelöst wird. Also, die nassen Füße. Die Maurer GmbH hat ein Gewerbe Mauerwerkstrockenlegung. Die haben eine Werbeabteilung und dort ist der Chef, der Kurt, kreative Kurt, dem fällt folgender Slogan ein und um diesen Slogan geht es dann natürlich. Maurer GmbH, Doppelpunkt, wenn das Haus nasse Füße hat. Ja, optimaler Slogan für ein Unternehmen im Bereich der Mauerwerkstrockenlegung. Sehr schön, was ihm da eingefallen ist. Der Geschäftsführer der Firma, also nicht der Kreative, sondern der Geschäftsführer, möchte nun wissen, ob und wie, Zitat, man sich diesen Slogan, Zitat, urheberrechtlich schützen lassen kann. Er möchte außerdem wissen, wer denn dann der Berechtigte wäre. Da steckt eine gewisse Musik drin. Und ob es eventuell noch andere Möglichkeiten von Rechtsschutz für diesen Slogan gäbe. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir lösen das jetzt und wir lösen es noch nicht klausurmäßig. Das machen wir dann später, wenn wir uns die einzelnen Schutzvoraussetzungen ganz genau angucken.
Jetzt ist es erstmal sozusagen eine Gedankensammlung und Sie stellen sich jetzt vor, Sie sitzen im Hörsaal und ich gucke Sie alle böse an und Sie müssen sich jetzt überlegen, ob Ihnen irgendetwas Schlaues dazu einfällt. Und wenn Ihnen nichts einfällt, dann rufe ich Sie einfach auf. So, Herr Müller in der vierten Reihe, dann erzählen Sie mir mal, was Ihr erster Gedanke zu diesem Fall wäre. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass dieser Chef, der Geschäftsführer, sagt, kann man sich das urheberrechtlich schützen lassen? Und dazu müsste Ihnen eigentlich schon was einfallen, wenn Sie mir bei der letzten Vorlesung und bei dieser Vorlesung zugehört haben. Wie ist denn das mit dem Schützen lassen im Urheberrecht? Fragezeichen. Naja, im Urheberrecht kann man von Schützen lassen eigentlich nicht sprechen. Im Patentrecht kann man vom Schützen lassen sprechen, denn da geht man zum Amt und möglicherweise kriegt man sein Patent oder auch nicht. Im Markenrecht kann man das, im Designrecht kann man das, im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt kann man es also, aber nicht im Urheberrecht. Denn das Urheberrecht entsteht aus sich selbst heraus, eo ipso. Gut, dann haben wir schon mal die erste kleine Korrektur angebracht, dieses Schützen lassen, auch wenn die Leute natürlich so reden, ja, urheberrechtlich schützen lassen und wenn es teilweise sogar genauso in der Zeitung drin steht, also nicht in juristischen Zeitungen, hoffe ich, aber in so einer normalen Zeitung, die man eben so liest, das ist ein Widerspruch in sich. Das Urheberrecht schützt von selbst. Soweit, so gut. Die zweite Frage wäre nun diejenige, und da habe ich vorhin schon gesagt, da steckt jetzt ein bisschen Musik drin und das werden wir auch uns noch genauer angucken, nur mal so ganz ungefähr, eine ganz typische Frage im Immaterialgüterrecht: Wer wäre denn der Berechtigte? Dahinter steckt folgende Überlegung. Wir haben den kreativen Kurt, dem ist dieser Spruch eingefallen. Und wir haben den Geschäftsführer, jetzt sage ich mal, der repräsentiert das Unternehmen, das ist der Chef und das ist der, und darum geht es nämlich, Arbeitgeber. Und der interessiert sich natürlich dafür, wer wird denn am Ende derjenige sein, dem dieses, was auch immer, Recht, Urheber oder was das auch immer werden mag, dem das dann am Ende zusteht. Und das ist ein typischer Interessenkonflikt bei den angestellten Urhebern, aber auch bei den angestellten Erfindern, bei den angestellten Designern, bei den angestellten Softwareprogrammierern, bei den angestellten irgendwas, Patenterfindern. Ja? Wer kriegt das Recht? So. Das können Sie jetzt natürlich noch nicht aus sich selbst heraus machen, aber es lohnt sich, in zwei Vorschriften mal hineinzugucken. Das eine ist der Ihnen bekannte Paragraph 7, da kann man nicht oft genug reingucken. Und ein Blick in den 43 kann man auch schon mal werfen. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie Lust haben, dann schreiben Sie in Ihr Gesetz, das ja aufgeschlagen vor Ihnen liegt, neben den Paragraphen 7, schon mal den 43, weil wenn der eine eine Rolle spielt, könnte auch der andere eine Rolle spielen. Und wenn Sie große Lust haben, dann schreiben Sie sich die Sondervorschrift, die aber nur für die Computerprogramme gilt, 69b, auch noch daneben. Klammer auf, den 69b schaue ich mir jetzt nicht an, der kommt später, wenn ich die Computerprogramme mache. Also hier für uns jetzt 7 und 43. Paragraph 7, Urheber ist der Schöpfer des Werks, schreibe ich mir nebendran den 43, gucke ich hinten zu dem 43 und siehe an, Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen. Diese Vorschrift erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Es hilft, kurz nachzuschauen, wo man sich denn eigentlich gerade befindet. Wir befinden uns im Abschnitt Unterabschnitt 2, nämlich bei den Nutzungsrechten, der bei Paragraph 31 losgeht. Und da sehen Sie gleich Einräumung von Nutzungsrechten. Ich übersetze das ja jetzt mal etwas salopp. Wir befinden uns hier im Lizenzrecht, also bei der Frage, ob der Urheber einem anderen Lizenzen zur Nutzung des Werkes erteilt. Und jetzt kann man diesen 43, auch wenn er wirklich nicht sehr informativ ist, vielleicht ein bisschen besser verstehen. Die Vorschriften dieses Unterabschnitts stehen im 43, ich sage jetzt mal, die Vorschriften des Lizenzrechts sind auch anzuwenden, wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtung aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat,
soweit sich aus dem Inhalt oder Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nicht etwas anderes ergibt. Für unseren jetzigen Zweck verkürze ich das. Das heißt, das Lizenzrecht ist grundsätzlich auch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber anzuwenden. Daraus kann man lesen, und so wird das gemeinhin gemacht, dass üblicherweise der angestellte Urheber seinem Arbeitgeber eine Nutzungslizenz erteilt. Und das ist auch logisch. Denn wenn dieser Werbespruch schutzfähig wäre, dann wäre derjenige, der diesen Werbespruch verwerten würde, nicht unser Kreativer, sondern die Firma, für die dieser Spruch geschaffen wurde. Das ist nebenbei nicht nur praktikabel, sondern auch gerecht, denn bei den Arbeitnehmern kann man üblicherweise davon ausgehen, erstens, sie werden monatlich bezahlt und zweitens, der Arbeitgeber stellt ihnen die Instrumente zur Verfügung, die sie brauchen, also ein Büro, ein Computer, ein Stuhl und diese ganzen Dinge, die eben dazugehören. So. Sei nur darauf hingewiesen, da steht trotzdem drin, soweit sich nicht aus dem Vertrag etwas anderes ergibt. Das heißt, hinten dran steht die Privatautonomie, die Sie aus der Vorlesung Zivilrecht kennen, die also sagt, wenn ihr Arbeitgeber und Arbeitnehmer etwas anderes vereinbaren wollt, dann könnt ihr das natürlich. Wird beim durchschnittlichen Arbeitnehmer allerdings nicht so sein. So, damit habe ich zwei, sagen wir mal, Präliminarien geklärt. Erstens, Urheberrecht wird nicht gelassen, schützen gelassen, sondern entsteht einfach so. Zweitens, berechtigter wäre schlussendlich aufgrund der angenommenen Lizenz eher der Arbeitgeber als der Arbeitnehmer. Aber damit bin ich ja noch nicht am eigentlichen Punkt. Und der eigentliche Punkt ist dieser hier. Wäre dieser Spruch Maurer GmbH, Doppelpunkt, wenn das Haus nasse Füße hat, wäre der Urheberrechts geschützt. Sie wissen schon, was die erste Antwort hierauf ist. Dafür müsste dieser Spruch ein Was sein? Er müsste ein Werk sein. So, und das ist jetzt unsere erste Gelegenheit, uns mal mit den Paragraphen 1 und 2 Urhebergesetz zu befassen. Da drin steht, was zum Werk zu sagen ist und was in der kommenden Folie intensiv und detailliert besprochen werden wird, also in der kommenden Vorlesung. Dann gucken wir rein. Also, Paragraph 1, Allgemeines. Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach den Maßgaben dieses Gesetzes. Wunderbar. Uns bekannt, Schutzsubjekt ist der Urheber, alles klar, erstmal nicht wichtig, aber was schon interessant ist, Literatur, Wissenschaft, Kunst. Warum ist das interessant? Diese Liste ist abschließend. Außerhalb der Literatur, Wissenschaft oder Kunst greift das Urheberrecht nicht ein. Das akzeptieren Sie jetzt so und sagen Sie, ja, das habe ich mir auch schon so ungefähr gedacht. Ich weise Sie mal auf Folgendes hin. Das wird interessant werden später beim Sport. Ja, es gibt ja Menschen, die sagen, Lionel Messi sei ein Künstler oder Roberto Baggio oder Lothar Matthäus. Nein, Sport ist keine Kunst. Warum? In der Kunst geht es um den Ausdruck und im Sport geht es ums Gewinnen. Aber sagen Sie das dem Messi bitte nicht weiter. Also abschließende Liste. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, ob dieser Werbespruch entweder der Kunst, der Wissenschaft oder der Literatur unterfällt. Ich mache es nach dem Ausschlussprinzip. Also Kunst, nein. Wissenschaft, nein. Bleibt nur die Literatur. Okay, Literatur bedeutet, es muss etwas Lesbares erstmal sein. Ja, Litera muss was mit Buchstaben sein. Da unterfällt also sprachlicher Ausdruck, geschrieben oder gesprochen. Wir sind an dieser Stelle mal großzügig und sagen, es könnte sich bei diesem Werbespruch um Literatur handeln. Und so geht man mit diesem 1 und mit dem 2 Absatz 1 auch erstmal um. Apropos 2 Absatz 1, gucken wir da gleich nochmal rein. Die Vorschrift sagt,
Zu den geschützten Werken Literatur, Wissenschaft, Kunst gehören, und das unterstreichen sie sich, insbesondere. Dieses insbesondere, also das, man sagt immer, die Juristen verstehen das so, aber eigentlich jeder normale Mensch, der Deutsch versteht, versteht das so. Das bedeutet, die nun folgende Liste mit diesen 7 Nummern, die Sie in dem 2 Absatz 1 sehen, ist nicht abschließend. Das heißt, das sind Beispiele, die uns als Hinweise dienen mögen, aber falls wir andere Möglichkeiten der Literatur, Wissenschaft oder Kunst sehen oder finden würden, dann würden die, auch wenn sie in dieser Liste nicht auftauchen, vorausgesetzt man einigt sich darauf, dass das Literatur, Wissenschaft oder Kunst ist, auch urheberrechtlich schutzfähig sein. Wir gehen diese Liste natürlich noch durch und machen das dann alles genauer. Man kann schon mal so ein bisschen gucken. Sprach, Schrift, Reden, Computerprogramme. Na, sehen Sie schon, die Computerprogramme sind Literatur. Hihi. Die Musik, die Pantomime, naja, die Tanzkunst, okay, von mir aus. Bildende Kunst, Baukunst, Architektur fällt auch drunter. Und so weiter und so weiter. Die Lichtbildwerke, das sind die Fotos, darüber werden wir lange reden. Die Filme habe ich heute schon mal angesprochen. Und dann die technischen Darstellungen. Okay. Das ist also diese aufgeführte Liste und wir stellen fest, der Werbeslogan ist da drin nicht enthalten. Das ist aber nicht das Ende der Prüfung, denn, habe ich ja gerade gesagt, diese Liste ist nur beispielhaft, sie ist nicht abschließend. Das heißt, die Frage, ob etwas Literatur ist oder nicht, ob dieser Werbespruch Literatur ist oder nicht, ist bis zu dieser Stelle noch nicht beantwortet. Und während dieser 2 Absatz 1, der ja nur Beispiele gibt, also jetzt nicht gerade die entscheidende Vorschrift war und im Grunde auch nicht so ungeheuer wichtig ist, weil es ja eben, wie gesagt, nur eine insbesondere Liste ist, kommt jetzt die eigentlich interessante Vorschrift und das ist der 2 Absatz 2. Und das ist eine der im Urheberrecht meist geprüften Vorschriften. Praktisch die ganze nächste Vorlesung wird sich mit diesem 2 Absatz 2 beschäftigen, der so eine Art urheberrechtliches Glaubensbekenntnis ist, wenn Sie so wollen. Schauen wir in den also rein. Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche, geistige Schöpfungen. Einerseits gebe ich Ihnen zu, man liest das und ist hinterher so schlau wie vorher, aber dafür gibt es ja diese Vorlesung. Andererseits glauben Sie mir bitte, ich schreibe ja urheberrechtliche Urteile. Und ich würde was drauf wetten, dass ich noch kein einziges Urteil geschrieben habe, in dem diese Formulierung, persönliche geistige Schöpfung, nicht an irgendeiner Stelle aufgetaucht ist. Um zu definieren, was ein Werk ist, ist das der zentrale Begriff. Wie nähere ich mich jetzt so, dass ich das auch in einem Urteil oder in einer Klausur prüfen kann, dieser Formulierung persönliche geistige Schöpfung an? Wie mache ich das? Ich zeige es Ihnen. Die persönliche geistige Schöpfung oder auch genannt Schöpfungshöhe in § 2 Absatz 2 Urhebergesetz lässt sich, in gemeinhin macht man das so, in 3 Teile unterteilen. Erstens, es muss sich um eine menschliche, persönliche, steht ja auch im Gesetz drin, Schöpfung handeln. Das können wir hier für diesen Werbespruch übrigens bejahen. Zweitens, diese Schöpfung muss eine wahrnehmbare Form angenommen haben. Das ist eine nicht ganz triviale Voraussetzung. Das heißt, man muss es sinnlich wahrnehmen können, also über die Augen oder über die Ohren oder vielleicht auch sonst. Dahinter stecken 2 Sachen eigentlich, die Sie schon mal gehört haben. Erstens, es geht ja um menschlichen Ausdruck, der urheberrechtlich geschützt wird. Und zweitens, bloße Ideen und Konzepte werden nicht urheberrechtlich geschützt. Hierzu mehr in der nächsten Vorlesung. Für unseren Werbespruch jetzt wieder, ja, der ist wahrnehmbar geworden, kann man hinschreiben, kann man sagen, kann man hören, Maurer GmbH, Doppelpunkt, wenn das Haus nasse Füße hat, überhaupt gar kein Problem, ist so wahrnehmbar wie nur irgendwas. Und damit bleibt es bei der 3. Tatbestandsvoraussetzung und das ist auch diejenige, um die es in den allermeisten Fällen geht, nämlich die Gestaltungshöhe. Also, wenn Sie so wollen, salopp ausgedrückt die Frage, wie kreativ warst du eigentlich? Ist das, was du da gemacht hast, völlig trivial oder ist das Literatur?
Und es wird Sie nicht verwundern, dass hier anlässlich aller möglichen Gegenstände die Meinungen weit auseinander gehen können. Und ich werde Ihnen in der nächsten Vorlesung eine ganze Reihe von Beispielen vorstellen, wo es genau um dieses Tatbestandsmerkmal der Gestaltungshöhe geht. Wenn wir jetzt in der Vorlesung sitzen würden und ich würde Ihnen also sagen, okay, am Ende entscheidet die Gestaltungshöhe darüber, ob unser kreativer Kurt Literatur verfasst hat, ja oder nein. Dann meldet sich vielleicht ein Studi und sagt nein und ein anderer Studi meldet sich und sagt ja und dann diskutieren wir ein kleines bisschen darüber und dann versuchen wir Argumente rauszukriegen und dann können wir uns vielleicht auf ein Ergebnis einigen, das aber nie, das möchte ich immer dazu sagen, das nie ein 0 oder 100 Ergebnis ist. Das ist nie zwingend, sondern es ist immer eine, man muss sich am Ende für was entscheiden, aber es ist immer ein Für und Wider von verschiedenen Erwägungen. Ich nehme das jetzt mal vorweg, wie man argumentieren kann. Aber nochmal, ich will Sie da nicht missionieren. Erstens, gegen Literatur spricht der Zweck des Satzes. Der Zweck ist nicht in erster Linie menschlicher Ausdruck, sondern das ist ein gewerblicher Zweck, der hier verfolgt wird. Also, so wie ich oben schon mal gesagt habe, im Sport geht es ums Gewinnen und nicht um den Ausdruck. Ja, Sie können sich erinnern. So sagt man bei diesen Werbeslogans, in der Regel spricht der werbliche Zweck gegen die Annahme von Literatur. Aber Achtung, das ist nicht 100%. Angenommen, die hätten jetzt da ein Gedicht gemacht oder sowas. Oder angenommen, die hätten nicht einfach nur diesen Spruch genommen, sondern darum wäre noch ein riesengroßes Bild gemalt worden mit was weiß ich, wie viel Farben und Zeichnungen und so weiter. Dann wäre es plötzlich eine andere Geschichte. Ja? Hier haben wir aber einfach nur den bloßen Werbespruch, der einen werblichen Zweck verfolgt. Das spricht schon mal dagegen. Nächstes Argument, was auch gegen die Annahme, und ich weiß nicht, ob Sie gerade gemerkt haben, ich habe Ihnen gerade den Grundsatz, den urheberrechtlichen Grundsatz, eine Argumentationsmöglichkeit geliefert. Nächste Argumentationsmöglichkeit ist die Kürze. Das ist offensichtlich. Das eine ist, ich habe einen Roman von 500 Seiten und das andere, ich habe diesen Werbespruch, ich habe die Wörter jetzt nicht gezählt, aber das sind vielleicht so 6 oder 7 Wörter. Ja. Man kann die Regel aufstellen, je kürzer die angebliche Literatur ist, desto höher muss der kreative Anteil sein. Ja? Verstehen Sie, was ich sage? Je länger etwas wird, desto eher bin ich dazu geneigt, das als Literatur zu akzeptieren. Wenn es nur ganz kurz ist, dann muss schon was Besonderes dazukommen. Mit dem Ergebnis, dass dieser Werbespruch wie die allermeisten Werbesprüche, die ja kurz und prägnant und werblich orientiert sein müssen, das ist ja ihr Zweck, dass die urheberrechtlich nicht geschützt werden. Das heißt, wir geben unserem lieben Geschäftsführer die Antwort, tut mir leid. Du kannst es dir erstens schon nicht urheberrechtlich schützen lassen, weil man im Urheberrecht nichts lässt. Zweitens, du wärst vielleicht mit deiner Firma der Berechtigte, wenn es urheberrechtsfähig wäre, siehe vorhin, 743 Urhebergesetz, aber drittens, es tut uns leid. Kein Werk, keine Literatur, keine Gestaltungshöhe, keine Schöpfungshöhe, ihr scheitert wie so oft an 2 Absatz 2 einer der zentralen Vorschriften des Urhebergesetzes. Damit sammeln wir die letzten Brocken auf und beantworten diese Nachfrage, die unser Geschäftsführer da gehabt hat. Okay, wenn ich keinen Urheberschutz kriege für meinen tollen Werbeslogan, gibt es dann vielleicht andere Schutzmöglichkeiten? Ich habe jetzt mal alles hier hingeschrieben, da lasse ich die Studierenden jetzt natürlich wieder was sagen dazu im Hörsaal. Ne? Habe jetzt alles hingeschrieben, was ich sonst noch so an Immaterialgüterrechten kenne und was ich in dieser Vorlesung behandle. Patent, Gebrauchsmuster, Design, Marke, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was sagen Sie? Erstens, ist der irgendwie durch ein Patent und ein Gebrauchsmuster schutzfähig? Die Frage ist fast zu doof. Ja? Nein, ist es nicht, denn was schützen Patent und Gebrauchsmuster? Erfindungen.
Was sind Erfindungen? Technische Lehren, also Technologie. Ist dieser Werbespruch Technologie? Nein. Das sollte an der technischen Universität eigentlich nicht so das Riesenproblem sein. Zweitens ist er vielleicht irgendwie designfähig, aber nie im Leben. Designs sind was? Zwei- oder dreidimensionale Produktgestaltung haben wir hier definitiv nicht. Wir haben einfach nur ein paar Wörter aneinandergereiht, also ebenfalls nicht. Bleibt die Marke. Werbeslogans sind am ehesten im Markenrecht schutzfähig. Beispiel Vorsprung durch Technik. Beispiel lass dir raten, trinke Spaten. Ich glaube, das ist ein guter Satz, um diese Vorlesung zu beenden. Danke für die Aufmerksamkeit und im Markenrecht reden wir dann nochmal genauer drüber.